Nächste Rednerin ist jetzt Julia Herr von der SPÖ. Danke, Herr Präsident. Wertes Hohes Haus, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, das geht für uns Hand in Hand und sind zwei Seiten einer Medaille. Denn brauchen tun wir letztlich beides. Und mit dieser Brille der sozialen Gerechtigkeit betrachten wir auch die sogenannte ökosoziale Steuerreform, die der größte Brocken im Budget ist, Klimaschutzbudget, der neu ist. Aber fangen wir einfach einmal an mit Öko. Wie viele CO2-Emissionen sparen wir ein mit dieser Steuerreform? Manche Experten, Expertinnen sagen 1%, manche sind positiver, die sagen 2%. Nur um das Ganze mal in einen Kontext zu setzen, wenn hier immer von historisch gesprochen wird, wo wir da eigentlich wirklich sind mit den Zahlen. Und das Zweite ist die Frage sozial. Da will ich auch sagen, die CO2-Steuer soll ja das klimaschädliche Verhalten etwas teurer machen, um die Leute zum Umsteigen zu bewegen. Und um das auszugleichen, diese Teuerung, gibt es einen Klimabonus. Das finden wir per se auch gut. Nur unser Vorschlag war, dass der für alle gleich ist und für die, also der Klimabonus, abhängig vom sozialen Bedarf, für die, die ihn wirklich brauchen, natürlich höher. Also zum Beispiel durch zusätzliche Gelder für Menschen, die an Energiearmut leiden, die im Winter in den nicht geheizten Wohnungen sitzen, weil ihnen dafür das Geld fehlt. Das war unser Vorschlag. Was haben aber Sie gemacht? Sie haben gesagt, nein, der Klimabonus, der ist abhängig von der Postleitzahl. Die soziale Treffsicherheit dieses Modells sei einmal dahingestellt. Sehr abenteuerlich. Aber ich will noch einen weiteren Punkt einbringen. Was bringt denn diese Reform? Wie schaut es aus mit dem Lenkungseffekt? Ich habe es schon erklärt, es soll ja darum gehen, die Leute zum Umsteigen zu bewegen. Aber was ist, wenn ich gar nicht umsteigen kann? Wie es zum Beispiel die Mieter und Mieterinnen betrifft. Die haben nämlich gar keine Wahl. Die werden jetzt fürs Heizen, beispielsweise Gas oder Öl, mehr zahlen, und haben aber keine Chance, das zu ändern. Die Heizung sucht nämlich der Vermieter, die Vermieterin aus, der Eigentümer, der entscheidet, welche Heizung eingebaut ist. Und dort muss man auch ansetzen, wenn man will, dass es einen Lenkungseffekt gibt, dass sich etwas ändert. Aber das tun sie nicht. Sie bitten einfach die Mieter und Mieterinnen zur Kasse, die nichts ändern können. Das ist nicht sozial, das ist auch nicht öko, Herr Staatssekretär. Da gibt es auch keinen Lenkungseffekt. Das ist nicht in unserem Sinne. Und ganz zum Schluss komme ich jetzt auch noch zur Klimakonferenz, auf der ich war. Und wo man wirklich sagen muss, da ist viel zu wenig weitergegangen. Das muss man deutlich sagen. Und eine ungeheure Ungerechtigkeit ist auch, dass oftmals die Länder, die am allerwenigsten beitragen zur Klimakrise, am härtesten getroffen sind. Die spüren die Hitze, die sehen, dass das Trinkwasser immer knapper wird, die spüren das Steigen des Meeresspiegels und sind am allerhärtesten getroffen. Und das führt zu Verteilungskämpfen, das führt auch zu Gewalt, das führt auch dazu, dass Menschen flüchten müssen. Das kann uns nicht egal sein. Das betrifft auch uns. Und vor allem, wenn wir uns anschauen, dass bisher historisch gesehen allein Europa und die USA mehr als 50% der gesamten CO2-Ausstöße bisher verursacht haben. Und deshalb, ich weiß nicht, warum Sie da schon wieder reinschreien. Ja, wir finden, soziale Gerechtigkeit hört nicht an den nationalstaatlichen Grenzen auf. Die muss global gelten. Und deshalb bringe ich auch einen Antrag ein. Denn auf der Pariser Klimakonferenz haben wir den Ländern, die es am allerhärtesten trifft, versprochen, 100 Milliarden Euro wird aufgestellt an Hilfsgeldern. Bis heute warten die immer noch darauf. Und das kann nicht sein. Deutschland gibt circa 20 Mal so viel aus wie Österreich in diesem Bereich. Tun wir endlich das, was notwendig ist. Und deshalb, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie wird aufgefordert, Österreichs internationale Klimafinanzierung mit dem Ziel auszubauen, sowohl die öffentlichen Zuschüsse als auch die Gesamtsumme bezogen auf 2019 zu verdoppeln. Mindestens 50% der gesamten Klimafinanzierung für Anpassungen an die Klimakrise einzusetzen, schlagt auch in dieselbe Kerbe wie die NEOS, und die zuschussbasierten Instrumente der Klimafinanzierung zu steigern. Das ist im Sinne von uns allen. Die Klimakrise kennt keine nationalstaatlichen Grenzen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass Sie zustimmen. Dankeschön. Die ökosoziale Steuerreform sei also weder sozial noch ökologisch ein großer Wurf, kritisiert hier die Umwelt- und Klimasprecherin der SPÖ.